Hallo und herzlich willkommen zu einem Übungsbeispiel zum Thema Prinzip des kleinsten Zwanges. Monsieur Le Chatelier hat für euch folgendes Beispiel bereitgestellt, und zwar: Methan reagiert mit Schwefelwasserstoff zu Kohlenstoffdisulfid und Wasserstoff. Die Reaktion ist von links nach rechts exotherm. Die Frage lautet nun: Wie ändert sich die Gleichgewichtslage, wenn A. die Temperatur erhöht wird, B. Schwefelwasserstoff hinzugefügt wird, C. Kohlenstoffdisulfid entfernt wird, D. der Druck erhöht wird und E. ein Katalysator hinzukommt? Wir werden dieses Beispiel anhand der Regeln lösen, die wir im Einführungsvideo kennengelernt haben. Wer das Einführungsvideo nicht gesehen hat, ihr findet in der Videobeschreibung einen Link dazu. Wenn das ein Prüfungsbeispiel ist und ihr in einer Prüfungssituation sein solltet, dann könnt ihr zunächst mal bei der Reaktionsgleichung Folgendes tun. Und zwar, ihr guckt einmal nach, welche Komponenten gasförmig sind, denn die kommen ja ins Spiel. Bei dieser Reaktion haben wir nur gasförmige Komponenten. Das heißt, wir sehen einmal, welche Summen sich aus den Molzahlen ergeben. Links haben wir 3 Mol und rechts haben wir 5 Mol. Das ist dann für den Druck sehr, sehr wichtig. Und vielleicht noch dazu schreiben, die Hinreaktion ist exotherm. So, gehen wir an zu Nummer A. Die Temperatur wird erhöht. Die Hinreaktion ist exotherm. Wir haben aber kennengelernt, dass das System bei einer exothermen Reaktion dem Zwang ausweicht. Das heißt, das Gleichgewicht verschiebt sich nach links. Das heißt, das können wir jetzt hier eintragen. Gut. Nummer B. H2S, Schwefelwasserstoff, wird hinzugefügt. Das heißt, wir geben mehr Schwefelwasserstoff hinzu. Dadurch wird auch mehr vom Edukt verbraucht. Das Gleichgewicht verschiebt sich auf die rechte Seite. Das Ganze geht nach rechts. Wir entfernen Kohlenstoffdisulfid auf der Produktseite. Das System weicht diesen Zwang aus, indem mehr Kohlenstoffdisulfid unter mehr verbrauchter Edukte gebildet wird. Das heißt, ebenfalls eine Gleichgewichtsverschiebung auf die rechte Seite. Wir erhöhen den Druck. Da hatten wir im Einführungsvideo kennengelernt. Wir gucken uns die Molzahlen links und rechts an, haben wir bereits hier gemacht. Und bei einer Druckerhöhung wird jene Seite bevorzugt, wo die kleinere Summe zu finden ist. Das wäre in diesem Fall die linke Seite. Das heißt, wir verschieben nach links. Um die Gleichgewichtslage zu beschleunigen, wollen wir einen Katalysator verwenden. Hat dieser Katalysator aber auch einen Einfluss, eine bestimmte Präferenz für eine Gleichgewichtslage? Nein, die hat er nicht, denn er begünstigt sowohl die Hin- als auch die Rückreaktion gleichermaßen. Das bedeutet, wir schreiben hier als Antwort, wir haben hier keinen Einfluss. Und somit wäre dieses Beispiel gelöst anhand der Regeln, die wir im Einführungsvideo kennengelernt haben. So, ich hoffe, das war ein klein wenig hilfreich, so ein nettes Übungsbeispiel mal einzustreuen. Kann auch nicht schaden. Übung macht bekannterweise den Meister. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal.